Willkommen auf meinem Kanal Kicking Kid. Wir sind jetzt schon bereits in der Woche 7 und wir haben mal wieder ein bisschen Content in dieser Woche rausgeholt. Aber bevor wir euch sagen, worum es jetzt geht, will ich einmal nur announcen, also besprechen, dass wir halt gerade nicht so viel Content machen können, weil ich bin selber in der Saisonvorbereitung und habe selber Training. Selbst heute habe ich noch für 2 Stunden Training. Und deswegen haben wir aber diese Woche immer noch was gemacht und es geht hier um Dribbeleinheiten. Unten wird auch noch mal jemand verlinkt, der das gemacht hat. Und wir haben es dann nochmal perfektioniert und darum geht es einfach, dass man mal wieder den Touch für den Ball kriegt, Ballkontrolle mehr beherrscht und ein paar neue Sachen einfach dazulernen von Dribbelsachen, so wie der Iniesta, vielleicht kennt ihr den, den wir eh gleich sehen. Also viel Spaß mit dem Video. Diese Übung basiert darauf, dass man schnell mit einem Fuß Inside-Outside macht. Das kann man auch mit 2 Füßen machen. Jetzt macht ihr natürlich genau dasselbe, bloß mit beiden Füßen kombiniert. Jetzt kommen wir auch schon zu der nächsten Übung. Das ist sozusagen ein Touch pendeln, immer durch die Hütchen. Das hier wird genannt Outside-Outside und da müsst ihr euch mit dem Außenriss echt schnell bewegen, hin und her. Manchmal passieren auch ein paar Fehler, aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt kommt der Iniesta, da müsst ihr den Ball rüberziehen. Diese Übung ist echt anspruchsvoll. Schwierig war das auch, weil dieser Rasen, auf dem wir das gemacht haben, echt tief und stumpf war. Das ist der Sohlenüberzieher. Das ist meine Lieblingstribbelübung, die wir euch heute hier vorstellen. Bei dieser Übung könnt ihr verschiedene Tricks anwenden, natürlich Iniesta da immer perfekt, aber macht einfach die Tricks, die ihr jetzt mögt oder auch in diesem Video gesehen habt. Jetzt kommen Übungen, die mehr Geschwindigkeit erfordern.
Jetzt haben wir so eine ähnliche Übung wie bei der siebten, aber da muss man mehr Kontakte haben, als Tricks zu machen. Einfach viele kleine Kontakte und nicht die Hütchen am besten berühren. Jetzt kommen wir zu der letzten Übung. Das ist wieder eine Tempoübung. Und das gibt es auch beim DFB. Da sollt ihr einfach viele kleine Kontakte haben und immer schneller werden. Und dann, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und viel Spaß bei dem nächsten Video.